Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich terribel bin, aber gerne Kind bleibe ich doch. Das Einfache ist, glaube ich, das Wertvollste, was wir haben. Für mich ist das Einfache nämlich nicht die Reduktion von irgendetwas, dann ist es ja banal. Das ist die Konzentration von Komplexität auf einen Punkt gebracht. Und für mich in ganz vielen Dingen ein großes Vorbild. Als ich die Q-Drum vor ein paar Jahren in einer New Yorker Ausstellung, die hieß The Design for the Other 90%, zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, ja genau, das ist es. Mir wurde eigentlich immer gesagt, Axel, du kannst das Rad nicht neu erfinden, wenn ich am Prozess etwas länger dran war, weil die Eleganz noch nicht stimmte, mit der man sozusagen versucht, die Kräfte und die Bedingungen miteinander zu verknüpfen. Und warum das so lange gedauert hat, ein Fass an die Leine zu nehmen oder ein Rad mit einem Kanister zusammenzudenken, anstatt eben immer nur übereinander, wie bei einem Tanklaster, ja, das weiß ich auch nicht genau. Manche Prozesse brauchen einfach lange Zeit. Und ich weiß nicht, Herr Schirmann ist, glaube ich, noch da, der Apfelmeister. Ich habe noch einen Apfel ergattert. Die Natur ist mir immer Vorbild für ganz viele Dinge. Und so ein Apfel, wenn er eben nicht vermostet wird, dann, wenn man ihn aber richtig lagert, ihn also nicht am Baum hängen lässt, dann, der ist jetzt im Winter oder im letzten Herbst gepflückt, den kann ich heute noch essen. Und das schafft er nur mit seiner dünnen Schale, mit einer seiner gesamten Struktur. Und die kann ich auch noch mitessen. Oder auch einfach so wegwerfen, wenn der Wurm schneller war als ich. Da brauche ich kein PET oder kein Glas, keine Pfandflaschen, keine Systeme dafür. Und da komme ich nur nicht so schnell ran. Dieser Gummibandball, der kann schon einiges. Jeder kennt wahrscheinlich Knäuels von Gummis, die man dann so auseinanderziehen will. Und ich möchte die Augen von dem sehen, der auf diese Idee kam, Gummibänder eigentlich mit ihrem eigenen Wesen zusammenzufassen und ihnen das zuzutrauen, was sie eigentlich am besten können, nämlich was zusammenhalten. Und Potenziale entdecken, das ist eigentlich mit das Wesentlichste im Design. Und diese Potenziale dann zusammenzuführen, das geht manchmal spontan, manchmal dauert es ganz, ganz lange. Hier ist ein Beispiel, das ist keine Skulptur, sondern das ist ein Werkzeug. Die Forcula ist die Riemengabel einer Gondel, einer venezianischen Gondel. Und zwar ist es der Dreh- und Angelpunkt für das große Paddel, für das große Ruder, was der Gondoliere in seinen beiden Händen hält, mit dem er ein immerhin 30 Fuß langes Gefährt, manchmal sitzen da 6 Leute drin, manchmal ist das voller Ladung, manchmal ist Gegenverkehr oder Gegenwind, wenn es leer ist, der kann damit vorwärts und rückwärts und seitwärts durchsteuern und das noch auf eine ganz elegante Weise. Und diese ganze Funktion und auch ihre Übergänge und ihr Wechsel ist konzentriert in einem Stück Walnussholz. Wenn man das heute einem Ingenieur die Aufgabe geben würde, würde er wahrscheinlich vorschlagen, man sollte sich einen Außenborder kaufen. Ups, da bin ich zu weit gegangen. Aber die Einfachheit, die muss nicht immer so schön sein wie gerade diese Forcula, die kann auch abgrundtief grässlich sein. Es geht ja das Gerücht, dass die Twin Towers und die vielen tausend Menschenleben zerstört worden sind durch die Hitchhiker, die nur mit einem Taschenmesser oder mit einem Teppichmesser bewaffnet waren. Und die haben ja was gemacht, die haben ja nur Energie umgelenkt. Sie haben ja was gedacht, was wir vorher nicht denken konnten. Und das können wir aber jetzt denken. Denn sofort danach wurden natürlich die Sicherheitsbestimmungen verschärft. Wir kriegen das ja jedes Mal mit, wenn wir am Flughafen sind. Und vorher war das nicht denkbar, das ist der Tabubruch. Kam also auf diesen perfiden Trick. Und das beschreibt für mich, ich sage es hier, weil ich denke, diese Wirkmacht von dieser Einfachheit, von der Verknüpfung von Gewalten zu einem Punkt, die ist einfach extrem groß
und kann eben auch extrem gefährlich sein. Wir gehen also im Design sehr häufig damit um und manchmal führt es auch zu Kurzschlüssen, dann ist das einfach so zwei Pole zusammenzubringen oder das warum nicht gleich auf einmal, da kann man sich dann aber auch sozusagen die Schnauze verbrennen. Also da wird man wahrscheinlich keinen Tee draus trinken wollen. Also da geht es eben auch darum, wie ausbalanciert, wie sophisticated kriegt man denn diese Verknüpfung zusammen. Und weil es im Design so viel um Verknüpfung geht, habe ich ein großes Experiment starten dürfen an der UdK in Berlin. Den Designreaktor. Reaktoren bringen ja auch Dinge zusammen. Und das Experiment hat eingeschlossen 55 kleine und mittelständische Betriebe jeglicher Couleur, für die wir eine experimentelle Plattform bilden wollten, weil in kleinen mittelständischen Milieus, zumindest aus dem Handwerk und den Zulieferbetrieben, wird ja kaum noch experimentiert. Die Werkstatt wird ja fast nie zum Labor. Und wir wollten versuchen, ob man das mit der Hochschule arrangieren kann. Und wir haben ganz viele Studierende zusammengerufen, auch aus anderen Gebieten, aus der Mode, eben aus dem Video, auch von Joachims Lehrstuhl, also aus verschiedenen Bereichen, aus der Architektur, auch aus dem Marketing, aus den Kommunikationswissenschaften und haben eigentlich nur zwei Regeln gesetzt, nämlich einen geschützten Raum zu bilden, temporär, in dem man jedes Geheimnis ausplaudern darf. Das heißt, ich darf mir Bestes da reingeben. Und das Zweite ist, jeder darf mir meine Idee klauen und darauf was ganz anderes anstellen. Er darf sie verfremden, falsch verstehen, missachten, toppen, verbessern, verzweigen. Aber das wird festgehalten. Es gibt für jede Idee gibt es eine History. Und sollte es zu einer Verwertung kommen, dann ist es eben so, dass man dann anteilig sozusagen an der Verwertung auch teilhat. Dieses Konzept haben wir dann auch den kleinen mittelständischen Betrieben, ich will mal eins weitergehen, sozusagen angeboten. Das waren jetzt Autotuner und Radioreparateure und Lampenschirmmacher und Sattler, Korsettmacher, eine Dildomacherin, sozusagen die bunte Vielfalt, die wir nie in Berlin erwartet hätten, die dann mitgemacht haben. Und um diesen Reaktorprozess anzuheizen, haben wir Initialworkshops gegründet, also einfach um die Betriebstemperatur zu erhöhen, um Druck aufzubauen, auch in den Erfindungs- oder in den Findungsprozessen. Workshops aller Art. Im Design ist es ja ganz toll, wir können ja sofort Mockups bauen, wir können sofort eine Idee umsetzen. Es gab auch gleich die Regel, hier wird nichts aufgeschrieben, sondern sofort umgesetzt in Versuchsmodelle, die einfach so gebastelt sein konnten, Mockups eben. Und die wurden dann natürlich bewertet und Workshops dienten wiederum als Steinbruch für die nächsten Workshops. Und einen will ich mal erklären, auch gerade in dem analog-digitalen Spannungsfeld, der Versuch, diese beiden Welten synergetischer miteinander zu verbinden, was ständig Thema auch im Design ist, war es für uns wichtig, das mal dort auch zentral zu thematisieren. Und wir haben jetzt einfach mal gestartet damit, dass wir 15 analoge Gegenstände auf den Boden gelegt haben, ins Karussell, ein Kilo Zucker, eine Schere, einen Schwamm, einen Teebeutel, eine Tasse, Eierkarton und so weiter. Das waren die analogen. Und die digitalen haben wir einen Beamer gefüttert mit Begriffen. Drag and Drop, Pixel, Googlen, Copy and Paste, Progress Bar, Barcode und so weiter. Und haben das dann über ein Random, über ein Zufallssystem zusammenlaufen lassen. Und dann kam zum Beispiel bei einer Studentin, blieb Downloadbar auf, oder Progressbar heißt es eigentlich, auf D-Beutel stehen. Und Not macht ja erfinderisch, weil die hatte dann keine zweite Wahl. Und das brauche ich jetzt gar nicht großartig zu erklären, außer dass das nicht elektronisch funktioniert, sondern ganz, ganz automatisch, wenn das Papier oder der Streifen, an dem der Teebeutel hängt, mit dem Etikett verbunden ist, ist einfach nur ein Papierstreifen, Kapillarwirkung, Wasser steigt hoch und zeigt natürlich an, wann ich den Tee dann rausnehmen kann oder wann er belebend oder einschläfernd wird.
Die Teehäuser fragen uns natürlich, wie kommt ihr auf so eine Idee, wo wir seit Jahren und Jahrzehnten daran arbeiten, diese Teezeit irgendwie in den Griff zu kriegen und immer aber nur an externe Mittel dachten und nicht daran, die eigenen Kräfte zu nehmen. Das kommt jetzt irgendwann auf den Markt. Das dauert dann einfach seine Zeit. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich weiterkomme. Ganz anders inspiriert haben lassen, haben sich die beiden, eine Modedesignerin, eine Produktdesignerin, von Straßenmusikanten im Winter kalt Musik spielen am U-Bahnhof, und die haben die Stimmen aufgenommen und den Schals gestrickt, und zwar mit dem Muster dieser Stimmen, und haben, wie da gesehen, so eine Handstrickmaschine gehackt und haben sie manipuliert mit den Frequenzen. Und mittlerweile ist es so, dass sie ein Start-up gegründet haben. Ich kann also mein Liebesgedicht an meine Liebste verschicken, indem ich dort aufspreche, und just in time wird das in Apolda in einer digital ausgerüsteten Strickerei sozusagen gestrickt und dann gleich zum Kunden geschickt. Ein anderes Beispiel, mit Musik umzugehen, ist es auf den kleinsten möglichen anfassbaren Gegenstand, vielleicht ist es der Tropfen, zurückzuführen. Mittlerweile kann man da ganze CDs draufladen. Das Ding ist auch noch nicht auf dem Markt. Und es wird natürlich dann auch, sind sicherlich nicht in Berlin produziert. Und das muss ich auch noch dazu sagen. Wir wollten nicht für die KMU, für die kleinen mittelständischen Betriebe etwas gestalten, sondern mit denen zusammen, die als Mitentwickler mit ins Boot holen. Und dann gucken, wo lässt es sich denn eigentlich am sinnvollsten produzieren und vermarkten. Aber dass die Produktion auch hoffentlich noch im Lande bleibt, zumindest prototypisch, ist halt wichtig, einfach auch um für die gesamte Erfindung und Innovationsmöglichkeiten, denn vom Schreibtisch aus kann man so einen Aschenbecher nicht entwerfen, der ist Formsand. Der ist, Designer gehen in die Gießerei, Alu-Gießerei, die eben mit Formsand Gusstechnik betreibt oder Gussverfahren betreiben, und sagte, warum nicht gleich den Formsand nehmen, der ist doch total interessant und sieht toll aus. Und nach dem Guss wird er normalerweise ja sozusagen wieder zerbröselt und dient dann für die nächsten Formen. Hier nach dem Rauchen kann man ihn auch wieder zusammenhalten, indem man ihn nach draußen stellt. Wenn das Wasser drauf geht, zerfließt er wieder zusammen. Diese Experimente sind oft sehr, sehr spielerisch. Und hier zeige ich ganz kurz ein Projekt, das hat was mit Schaumen zu tun gehabt, von Studiohausen, die versucht haben, Leichtbau zu erzeugen. Das waren dann in Gips eingetauchte Luftballons, die dann zerplatzten und dann aber ganz, ganz scharfkantige und ziemlich zerbrechliche Formen hervorzeugten. Das soll aber nicht hindern, daran weiterzumachen oder nochmal ganz anders umzugehen und schon fertigen Schaum zu nehmen, nämlich den aus der Dose im Baumarkt, und damit Schnittmuster, also oder Stoffe zu füllen, um zu schauen, wie wenn man sonst so eine textile Luftmatratze aufbläst, und zu gucken, ob man nicht sozusagen dann mit speziellen Methoden da nicht auch dreidimensional verformbare Gegenstände herstellen kann. Das geht natürlich auch teilweise in die Hose und da muss probiert werden. Und die Falten sind immer noch da. Und dann haben sie sich orientiert an den Radiolaren. Das sind ja winzig kleine Einzeller. Die sind natürlich nicht aus Schaum, sondern aus Kalk, aber haben ideale Geometrien. Und die haben die einfach gehackt sozusagen, also sich an den Schnittmustern orientiert von innen und von außen, die übernommen, dann Schnittmuster sozusagen erstmal prototypisch oder mockup-mäßig erzeugt, hinterher aber den Stoff genommen, per Laser geschnitten, per Laser geschweißt und ihn dann gefüllt, und dann entsteht so ein großes Gebilde. Und zwischendurch sind natürlich immer auch Techniker involviert, wie hier zum Beispiel Bayer, die das ganze Verfahren in den 60er Jahren irgendwie eingemottet haben und plötzlich durch dieses Experiment auf den Trichter kamen, Mensch, da steckt so viel Potenzial drin, denn wir brauchen ja gar nicht so einen riesen Werkzeugbau. Wenn wir die richtige Schaumtechnologie verwenden und dann die richtige Stofflichkeit, dann haben wir ja fast schon ein fertiges Produkt damit. Das ist ja nur ein Prototyp, das ist ja nicht auf dem Markt, aber ich glaube, dadurch wird einiges angeschoben. Stellen Sie sich mal vor, diesen Reaktor würde man dann am Campus in der Universität veranstalten, und zwar in der Technischen Universität in Berlin, wo die Institute alle schön nebeneinander ihre Tiefenbohrungen
machen, hochspezialisiert. Niemand weiß, was der Nachbar macht, weil sie viel zu konzentriert sind, in ihren eigenen Löchern zu graben, was ja auch wichtig ist, aber es fehlt eigentlich die Querforschung. Es fehlt eigentlich die Verknüpfung. Es fehlen sozusagen die Querschnittsfächer, die sich darum kümmern, was können wir denn als nächstes daraus machen. Die Wissenschaftsgeschichte guckt ja eher nach hinten, aber wer kümmert sich eigentlich darum, wie man die Ergebnisse möglicherweise ganz neu versteht, ganz falsch versteht. Und ich verstehe es so, die TU ist 10-mal größer als die UdK. Das heißt, wir können aber David sein oder Joker sein in dem Spiel, wo die Künste mit den Wissenschaften eigentlich nochmal ganz andere Verhältnisse starten und sagen, lass uns doch auch mal unvernünftig sein. Lass uns doch komplementär sein, das Vernünftige mit dem Unvernünftigen zusammenbringen. Lass uns doch mal ganz anders an eure linearen Prozesse rangehen. Und Herr Köppel hat ja schon vorhin beschrieben, dass man multiperspektivisch auch Dinge betrachten kann und nicht nur sozusagen so, wie ich das jetzt vorher schon mir eigentlich als Ergebnis vorausberechnet habe und das muss ich jetzt noch durch das Experiment nachvollziehen. Experiment hat ja auch lustigerweise zwei Bedeutungen. Das eine ist ja sozusagen das Beweisen einer Theorie und das andere ist das Experimentelle, das ins Blaue hinein, wo ich ja erstmal dem Ganzen hinterher schaue und sehe, was kommt denn dann dabei raus. Das heißt also, ich denke, es ist absolut an der Zeit, Spielplätze in der Forschungslandschaft aufzubauen. Moderierte Spielplätze, keine Bolzplätze. Und in diesen moderierten Spielen, und das kann nicht nur eine akademische Veranstaltung sein, also nicht nur jetzt UdK und TU, und das ist ja auch nur ein idealer Ort in Berlin, das kann man ja eigentlich überall veranstalten, wo genügend Kapazität zusammen ist, auch außeruniversitäre Institute und eben auch die Wirtschaft ist da drin, denn die bringt nochmal ganz andere Perspektiven mit ins Spiel. Und über diese, ich sag mal, Push- und Pull-Situation, die dann entstehen, denn der Erfinder, der hängt ja sehr, sehr stark an dem, was er sozusagen generiert hat und will es nicht falsch verstanden haben. Und ich glaube, es geht darum, die Kunst zu entwickeln, sozusagen dort auch zu dekontextualisieren, Dinge aus ihrem Zusammenhang herauszunehmen, sie anders zu verstehen, sie in andere Kontexte sie mit anderen Kontexten zu verknüpfen und sie dadurch auch dann die Potenziale neu zu entdecken. Das geht nicht nur vernünftig, das geht auch nur, indem man eben sozusagen intuitiv, spontan, improvisierend und spielerisch daran geht. Da ist unsere Kultur noch ziemlich weit zurück. Aber wir sind gerade auf dem besten Wege, weil da sprechen gerade alle davon, dass das jetzt dann irgendwann passiert. Und ich denke, beim nächsten Mal berichte ich dann davon.